Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, das Finale der Legislatur 2018 bis 2023 des Südtiroler Landtages und auch der Landesregierung hat begonnen. Zeit also für eine Bewertung nicht nur des reinen Haushalts, sondern auch der Politik im Allgemeinen. Ich begnüge mich also nicht mit dem Blick auf die Zahlen des vorliegenden Dokuments, sondern werde auch ein wenig Rückblick halten auf den eingeschlagenen Kurs, der in meinen Augen eine eingehende Bewertung auch verdient. Der Haushalt, die Diskussion zum Haushalt bietet immer auch die Möglichkeit, einen persönlichen Überblick über die Themen, die einem wichtig sind, darzulegen, so wie es auch der Landeshauptmann in seiner Rede zum Haushalt gemacht hat. Und so werde ich es auch machen, dass ich auf einige Themen eingehe, die mir persönlich wichtig sind, die mich in dieser Zeit beschäftigen, beziehungsweise für die wir Freiheitlichen grundsätzlich stehen. Ich möchte ein bisschen ausholen und habe mich, Herr Landeshauptmann, noch einmal zur Vorbereitung für diesen Beitrag Ihre Haushaltsrede von 2017 angeschaut. Das war damals die letzte Rede, wenn man so will, zum ordentlichen Haushalt der vorherigen Legislaturperiode, Ihrer ersten Legislaturperiode. Und damals war das Leitmotiv im Bericht das Thema Sicherheit. Sicherheit auf allen Ebenen, von der Autonomie über die Finanzen bis hin auch zur öffentlichen Sicherheit. Sicherheit war damals ein sehr wichtiges Thema für Sie, über das Sie wirklich ausführlich im gesamten Bericht des Haushaltes auch gesprochen haben. Im aktuellen Bericht ist von Sicherheit wenig bis gar nicht die Rede. Zumindest ist das bei mir nicht so ins Auge gestochen. Dabei spielt der Begriff gerade jetzt eine überaus wichtige und große Rolle bei den Menschen. Zumindest nehme ich es immer wieder aus zahlreichen Rückmeldungen und Bürgergesprächen so mit. Und es wurde heute schon von Kollegin Foppa gesagt, gerade die letzten Jahre, Pandemiejahre, waren sehr einschneidend. Sie haben sehr vieles verändert, auch in unserer Gesellschaft vieles verändert. Und wir sind noch immer in sehr bewegten Zeiten. Und deswegen spielt das Thema Sicherheit in meinen Augen eine große Rolle. Und deswegen frage ich, ob Sie glauben, dass sich die Menschen in Südtirol derzeit sicher fühlen. Ich meine das ganz allgemein. Natürlich, eine Klammer muss ich aufmachen, geht es auch um die öffentliche Sicherheit, die, und da nutzt es wenig, den Kopf in den Sand zu stecken, leider in den letzten Jahren stark abgenommen hat. Und gerade derzeit erleben wir oder haben wieder einmal Einbrecherbanden in Wohnungen und Geschäften Hochkonjunktur. Und ob ein regulär abgestelltes Fahrrad nach kurzer Zeit noch steht, ist reine Glückssache. Aber worauf will ich hinaus? Glauben Sie, dass Sie und Ihre Landesregierung in den letzten Jahren einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet haben, dass sich die Menschen hier, egal in welchen Bereichen, sicher fühlen bzw. vertrauensvoll in die Zukunft blicken können? Glauben Sie, dass angesichts der finanziell schwierigen Lage, in der sich große Teile unserer Bevölkerung befinden, die derzeitigen Schlagzeilen, die Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen täglich produzieren, ein Gefühl von Beständigkeit oder von Sicherheit geben?
Glauben Sie beispielsweise, auch das wurde heute angesprochen und ich glaube, man kann hier über alles offen reden und wir haben ja auch mehrfach schon persönlich ab und zu darüber gesprochen, glauben Sie, dass Ihr Verhalten, das Sie über ein Jahr im Hinblick auf Ihre Wiederkandidatur an den Tag gelegt haben, den Menschen Sicherheit gibt? Ich will nicht, ich will, vielleicht will ich will wenn und so weiter. Kann dieses Zögern und Zaudern Ausdruck von Sicherheit vermitteln? Wie sieht es mit der Planungssicherheit für Unternehmen und Betriebe oder für Familien aus? Wie sieht es mit der Sicherheit für junge Menschen aus, dass sie sich mit ihrer Arbeit in Südtirol nicht nur ein Eigenheim, grundsätzlich eine Wohnung leisten können? Wie viele junge Südtiroler haben in den letzten Jahren Südtirol verlassen oder sind nach ihrem Studienabschluss nicht mehr nach Südtirol zurückgekehrt, weil sie es sich nicht leisten können, hier eine Familie zu gründen? Wie schaut es mit der Sicherheit aus, in Südtirol künftig mit den Löhnen über die Runden zu kommen oder eine gute Ausbildung zu bekommen? Wie steht es um die Sicherheit, einen Arzttermin für eine Visite oder einen Behandlungstermin im Krankenhaus zu bekommen? Aus zahlreichen Antworten auf Landtagsanfragen geht hervor, dass man in Südtirol inzwischen für bestimmte ärztliche Leistungen mit ein Jahr Wartezeit rechnen muss. Ein Jahr. Wie sicher dürfen sich Eltern fühlen, deren Teenagerkinder abends nach dem Kinobesuch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren wollen? Haben Senioren die Sicherheit, ohne auf Hilfe angewiesen zu sein, den ganz normalen Alltag in diesem Land noch zu meistern? Wir haben ein Seniorengesetz verabschiedet und das war sicher ein wichtiges Signal. Aber Theorie, und die Theorie klingt wirklich gut, das ist so ein Wunschdenken vielleicht von uns allen, wie wir uns aktives Altern im Idealfall vorstellen. Aber wenn wir uns zurückerinnern an die Theorie und wie wir derzeit effektiv die Praxis, den Alltag haben, dann klafft das sehr weit auseinander. Haben Pendlerinnen und Pendler die Sicherheit, dass sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln rechtzeitig zur Arbeit gelangen? Haben wir die Sicherheit, dass wir auf Ämtern oder im Krankenhaus unsere Muttersprache verwenden können? Oder stimmt die Landesregierung dem italienischen Außenminister zu, dass die Muttersprache in den Bereichen Gesundheitswesen und Verkehr nur eine untergeordnete Rolle spielt? Da habe ich den Aufschrei ein wenig vermisst, denn gerade die Rückmeldungen von Seiten der Pendlerinnen und Pendlern sind völlig andere. Und die Anfragen unsererseits belegen das auch, aber auch die Antworten ihrerseits, dass es eben keine untergeordnete Rolle spielt. Sind die Grundpfeiler unserer Autonomie, Proporz und Zweisprachigkeit wirklich noch sicher? Und. Diese Liste kann man endlos fortführen. Daher meine Frage an Sie, Herr Landeshauptmann. Sind Sie sicher, dass Sie mit Ihrer Sicherheitspolitik, weit gefächert gesehen, der letzten Jahre tatsächlich zufrieden sein können? Was ist aus dem Begriff inzwischen geworden, der Ihnen 2017 noch so am Herzen lag? War das damals reine Wahlkampfrhetorik? War das Thema Sicherheit bloß ein Appell an die Wählerinnen und Wähler, sich auf keine Experimente einzulassen, weiterhin auf die SVP zu setzen, damit die Wahl auf der sicheren Seite getroffen wird? War es ein wenig Selbstermutigung in der Hoffnung, in gefahrvollen Zeiten weiterhin in sicherem Fahrwasser zu navigieren? Sie müssen nicht mir diese Fragen beantworten. Ich bin wirklich zufrieden, wenn Sie sich selbst eine ehrliche Antwort auf diese Fragen geben und wenn Sie sich selbst mit all diesen Fragen beschäftigen und auseinandersetzen. In einem sind Sie sich über die Jahre hinweg treu geblieben und auf diese Sicherheit war oder ist Verlass. Die Politik
Ihre Politik, aber auch der gesamten Landesregierung, ist im wahrsten Sinne des Wortes weichgewaschen. In keiner Art und Weise weicht das, was Sie tun, was Sie sagen oder auch in diesem Bericht geschrieben haben, auch nur annähernd vom Mainstream ab. Das ist selbstverständlich Ihre Wahl, Ihre Entscheidung. Aber dann soll man bitte nicht so tun, als sei das vorliegende Haushaltsprogramm so etwas wie eine Richtschnur, eine Standfestigkeit oder vielleicht sogar eine Neuausrichtung. Und ich sage Ihnen auch noch klar, wieso das nicht unabhängig, individuell oder anders ist, sondern einfach nur Mainstream. Weil Sie mit der Politik, jetzt natürlich die Opposition wird die Haushaltsdebatte nutzen, um Dinge aufzuzählen, aber im Großen und Ganzen ecken Sie nirgends an, weil Sie keine wirkliche Richtung vorgeben und diese auch ehrlich im Alltag leben. Weil auch Sie es sich, leider muss ich dazu sagen, im System inzwischen eingerichtet haben. Und das ist unser liebes System Südtirol. Wer Dinge beim Namen nennt, wird ausgegrenzt, wird lächerlich gemacht. Münzt man es auf die Opposition um, dann werden Vorschläge, Ideen und so weiter niedergestimmt. Allgemein betrachtet haben wir das in der Pandemie erlebt, eindrucksvoll erlebt, wie man mit Menschen umgegangen ist. Und ich sage wirklich, die aus unterschiedlichsten Gründen anders gedacht haben, sich vielleicht auch anders verhalten haben. Diesbezüglich haben wir oft auch uns untereinander ausgetauscht. Diese wurden etikettiert, in Schubladen gesteckt, ausgegrenzt. Es wurde das Gefühl vermittelt, als würde Politik die Gesellschaft auch spalten. Und diese Spaltung, die erleben wir nach wie vor. Nur heute, diesen Satz kann ich mir nicht verkneifen, heute spalten Medien angesichts der aktuellen Situation, die wir haben, in gute und böse Abgeordnete. Die Guten sind die, die für Arno sind, die Bösen sind die, die gegen sie sind. Ich weiß nicht, ob sie gegen sie sind oder kritisch oder wie auch immer. Aber was derzeit geschieht in den Medien, das ist der helle Wahnsinn. Und ich hoffe nicht, dass Sie sich glücklich dabei fühlen, wenn Sie wissen, dass Sie bestimmte Medien auf Ihrer Seite haben. Ich glaube, Sie lesen, was fabriziert wird, was geschrieben wird. Ich glaube, als Landeshauptmann kann Ihnen das nicht egal sein, was wir derzeit erleben. Und das Ganze gipfelte vor über einer Woche in der Reihe am runden Tisch. Das war der pure Wahnsinn, mit Verlaub. Also, was ich Chefredakteure dieses Landes im öffentlich-rechtlichen Rundfunk da gegenseitig abgeliefert haben, mir persönlich macht das keine Freude, dazu zu sehen. Und ich denke, den Menschen in Wahrheit eigentlich auch nichts. Gebracht hat das alles nichts, denn früher oder später nehmen die Probleme zu. Man kann sie auch nicht mehr weglächeln. Wie jeder andere Politiker Ihrer Partei lieben auch Sie es, von den Erfolgen der Autonomie zu sprechen. Das konnten wir gerade wieder in diesem Sommer mit ansehen, wieder in der altbewährten SVP-Manier feststellen, wo die Autonomie wieder einmal kurz vor Parlamentswahlen in Gefahr war. Zur selben Zeit aber haben Sie in New York vor den Vereinten Nationen gesprochen und die Südtirol-Autonomie als die Weltbeste sozusagen verkauft. Und es ist ja nicht schlecht, denn über Südtirol wird auf internationalem Bankett immer wieder gesprochen und unser Modell wird für viele andere Krisengebiete auch immer wieder als Paradebeispiel hergenommen. Nur im eigenen Land ist sie immer pünktlich vor irgendwelchen Wahlen in Gefahr. Diese Autonomie wurde wohlgemerkt von Frauen und Männern erkämpft, die auch einmal
gegen den Strom geschwommen sind. Die wirklich großen Druck ausgehalten und auch Widerstand geleistet haben und denen es primär nicht darum ging, von Medien gemocht zu werden. Aus Facebook oder Instagram lächeln konnten sie sowieso noch nicht. Aber ich empfinde es heute schon oft so, dass die jetzige Generation in der Volkspartei jede Tendenz in Richtung mehr Unabhängigkeit panisch ablehnt. Überall wird versucht, primär Rom und Brüssel zu gefallen. Südtirol zukunftsfit zu machen, das ist ein Wort, welches auch Sie immer wieder gerne in den Mund nehmen, bedeutet zumindest nach meiner Auffassung nach, Südtirol unabhängig zu machen. Wer unabhängig ist, ist seines Glückes Schmied und flüchtet nicht in ständige Ausreden von wegen Handlungsunfähigkeit oder Nichtkompetenz. Mehr Mut zu mehr Südtirol wäre eine Ansage. Und nachdem Sie sich jetzt entschlossen haben, wieder als Spitzenkandidat ins Rennen zu gehen, erwarte ich mir, auch wenn vielleicht die Aussichten gering sind, aber ich erwarte mir, dass Sie in Zukunft diesbezüglich mehr Mut an den Tag legen. Es geht nicht darum, in Rom Klassenbester zu sein oder Brüssel zu gefallen, sondern es geht wirklich darum, die Südtiroler Interessen ganz klar in den Vordergrund zu stellen, unabhängig, ob es den Römern passt oder nicht. Und wirklich in vielen Dingen, wo wir es bitter notwendig hätten, für mehr Unabhängigkeit einzustehen. Wenn man sich die Wortprotokolle der letzten Haushaltsdebatten ein bisschen ansieht, dann wird man ganz schnell feststellen, dass wir uns seit vielen, vielen Jahren mit denselben Themen, Problemen und Herausforderungen beschäftigen, die auch leider Gottes von dieser Landesregierung nicht bewältigt oder gelöst wurden und die sich aufgrund auch natürlich bestimmter Faktoren, die man nicht voraussehen konnte, natürlich auch verschärft haben. Aber die Lösung vieler realer Probleme bleibt weiterhin auf der Strecke. So sprechen wir seit Jahren über den schrumpfenden Mittelstand, die Probleme der Familien und die soziale Schieflage im Land. Es wird immer wieder darüber berichtet und diskutiert. Auf echte bzw. konkrete Taten seitens der verantwortlichen Politik warten die Betroffenen jedoch vergebens. Und das sagt nicht die Opposition, sondern in vielen Bereichen sagen das auch die Experten, dass Maßnahmen, die zwar immer wieder getroffen wurden, vielleicht in die richtige Richtung gehen, aber bei weitem nicht die Realprobleme effektiv lösen werden. Den Südtiroler Familien fehlt es nach wie vor an jener Anerkennung, die sie sich tatsächlich auch verdient hätten. Während für Asylbewerber sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt werden und auch relativ rasch, wurden einheimische Familien in vielen Bereichen immer wieder vertröstet. Und ich sage das ganz bewusst, weil jeder von uns ganz sicher in seinem privaten Umfeld Fälle kennt, wo man sich die Frage stellt, das gibt es doch nicht, dass diese reale Situation, diese reell alleinerziehende Mutter, die sich den Allerwertesten aufreißt, arbeiten geht, nicht Teilzeit oder 50% oder sonst, sondern die will selber, aber trotzdem, wenn sie es braucht, immer um dieses bisschen zu viel vielleicht drüber ist und aus allen sozialen Hilfeleistungen fällt. In erster Linie brauchen Südtirols Familien eine spürbare Steuerentlastung. Mag sein, dass die entsprechenden Kompetenzen zu einem guten Teil beim Staat angesiedelt sind, aber auch das Land und die Gemeinden hätten schon Spielräume, entsprechende Akzente auch zu setzen. Dazu gesellt sich in meinen Augen die notwendige Abschaffung des regionalen IRPEF-Zuschlags. Und hier habe ich auch einen bzw. zwei Tagesordnungspunkte dazu eingebracht. Aber davon, so zumindest entnehmen wir es auch aus Ihrem Bericht, wird in absehbarer Zukunft keine Rede sein.
Eine Abschaffung oder zumindest ein Freibetrag von 55.000 Euro wären eine konkrete Hilfe für den Mittelstand, den doch alle stützen wollen. Und hier möchte ich auf einen interessanten Artikel verweisen aus der aktuellen Wirtschaftszeitung mit dem Titel »Italien, dieser Sozialstaat ist krank«. Da hat es eine Analyse gegeben, wo ganz klar genau das herauskommt. Nämlich, oder ich, ohne jetzt den Artikel zu zitieren, das Unfassbare, dass die Hauptbetroffenen, die den IRPEF-Zuschlag stemmen, jene sind, die zwischen 35.000 und 55.000 Euro verdienen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich denke, in Südtirol wird es sich ähnlich verhalten. Die Analyse ist italienweit, ich weiß es nicht, das werden Sie mir dann natürlich in der Replik sagen, dass es bei uns nicht so ist. Bei dieser Gelegenheit wiederhole ich einen Grundsatz, den wir Freiheitlichen immer schon vertreten und auch eingefordert haben. Wenn die Bürger steuerlich größtmöglichst entlastet werden, brauchen sie nicht, um Beiträge anzusuchen. Dass das Beitragswesen ein Kostentreiber ist, ist zwar bekannt, man will aber deshalb nicht davon ablassen, weil man sich dadurch Stimmen bei Wahlen erhofft. Und ich finde es schon skurril, wenn nun ein Register eingerichtet werden soll, um noch den Durchblick im Förderdschungel zu behalten. Strukturelle Beiträge und Unterstützung für jene, die unverschuldet in eine Notsituation geraten und sich selber nicht helfen können, ein ganz klares Ja. Aber zur Weiterführung der bekannten Südtiroler Subventionitis auch nein. Diese hat noch kein einziges Problem dauerhaft und nachhaltig gelöst. Eine Erkenntnis des AFI gilt immer noch, in Südtirol sind die Wohnungspreise nicht trotz, sondern wegen der Beiträge so hoch. Es braucht in dieser Geschichte sicher einen Paradigmenwechsel. Gerade angesichts der Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt ist die Eigentumswohnung nicht immer die einzige oder die beste Lösung. Südtirol hat keinen Mietwohnungsmarkt, ein solcher sollte aber etabliert werden. Dabei braucht es auch klare Spielregeln und auch klare Anreize. Mieterschutz und Vermieterschutz müssen in Einklang gebracht werden, sonst wird auch die Erhöhung der Gemeindeliegenschaftssteuer nicht die erhoffte Lösung bringen. Und ich könnte hier eine Reihe von Fällen aufzählen, wo Vermieter, die oft säumigen Mieter, nicht aus der Wohnung gebracht haben, die werden Sie auch alle kennen, die oftmals einer Totalsanierung bedurften. Und es sollte zum Beispiel in diesem Zusammenhang auch geprüft werden, wie das Land Immobilienpreise deckeln und Bindungen vorsehen kann. Ein weiterer Vorschlag, der in meinen Augen geprüft werden sollte, ist die Einführung eines Oberflächenrechts seitens der öffentlichen Hand für Baugründe des geförderten und sozialen Wohnbaus. Die ans Land übertragenen Militärliegenschaften würden sich hierfür anbieten. Auch hier werden wir wahrscheinlich über einen Tagesordnungspunkt diskutieren, weil er mit Sicherheit nicht angenommen wird. Ein weiterer Punkt oder ein weiteres Stichwort, das für uns immer sehr wichtig war oder ist, das Steuersplitting. Auch wenn wir nicht die direkte Zuständigkeit haben, nichtsdestotrotz, womit die Steuerlast auf alle Familienmitglieder aufgeteilt wird. Und diesen Begriff hat jüngst auch die Regierung Meloni aufgegriffen. Und ich würde mir von unseren Vertretern, von den Südtiroler Vertretern in Rom erwarten, dass sie diesbezüglich am Ball bleiben. Dass sie vielleicht versuchen, man darf nicht von vornherein immer glauben, es ist alles aussichtslos, dass sie zumindest versuchen, diese Geschichten aufzuwerfen und sich für diese auch zu verwenden. Es wäre ein wichtiger Beitrag in Richtung Steuergerechtigkeit, mit dem vor allem auch berücksichtigt wird,
wie viele Menschen von einem Gehalt leben müssen. Damit wird die Voraussetzung geschaffen, die Benachteiligung von Großfamilien zu beenden. Zudem kann verhindert werden, dass der Kinderwunsch nicht länger ein Luxus ist. Kinderreichtum sollte oder darf kein Armutsgrund sein. Der Nachwuchs ist schließlich der Garant für das Fortbestehen unserer Gesellschaft und Solidargemeinschaft. Und hier braucht es ein klares Bekenntnis seitens der Politik, diesen Familien mit Entlastungen und wo nötig auch mit Förderungen unter die Arme zu greifen, um ihnen den entsprechenden Stellenwert zu geben. Wer die demografische Situation nüchtern und ohne ideologische Scheuklappen betrachtet, wird unweigerlich zum Schluss gelangen, dass die derzeitige Situation unbefriedigend ist. Immer mehr ältere Menschen stehen immer weniger jungen Menschen gegenüber. Der Kinderwunsch ist natürlich eine persönliche Angelegenheit, aber ein Gemeinwesen muss ein Interesse daran haben, dass die bestmöglichsten Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Den Bevölkerungsschwund allein oder hauptsächlich mit der Zuwanderung und vor allem mit der Zuwanderung, wie wir sie erleben, lösen zu wollen, ist eine denkbar schlechte Option. In meinen Augen bedarf auch das Familiengeld einer Reform. Und ich mache jetzt nicht die Klammer auf und spreche, welche den Vorzug der Nicht-EU-Bürger ausschließen sollte. Grundlegend falsch bei der Kleinkinderbetreuung ist die Tatsache, dass die Eltern nach wie vor keine echte Wahlfreiheit haben. Darüber reden wir seit über 20 Jahren. Nach wie vor hinkt das Kindergeld hinter den finanziellen Mitteln der Kitas hinterher und auch die Erziehungsjahre werden bei den Rentenansprüchen nicht entsprechend gewürdigt. Und hier nur eine Klammer auf. Sollte Berlusconis Forderung nach einer Mindestrente von 1.000 Euro monatlich durchgehen, dann wäre ich froh, sofern man das nötige Geld auch dafür findet. Die Vorschläge, die auch von uns Freiheitlichen in diese Richtung immer wieder gekommen sind, das Land möge sie auf 800 Euro monatlich oder zumindest aufs Lebensminimum und so weiter aufstocken, wurden ja immer abgelehnt. Während die Kindertagesstätten und damit die Fremdbetreuung von der öffentlichen Hand ordentlich subventioniert wird, ist das Daheimbleiben bei den Kindern mit weit weniger finanziellen Anreizen verbunden. Und wir fordern seit Jahren eine echte Wahlfreiheit für die Eltern, dass jene Ressourcen und finanziellen Unterstützungen, die den Tagesstätten oder ähnlichen Einrichtungen seitens der öffentlichen Hand zugutekommen, im selben und gleichen Umfang den Eltern zur Verfügung stehen, welche sich entschließen, die Kinder zu Hause zu betreuen und zu Hause zu erziehen. Bei der Kostenberechnung für Kitas fallen bereits jetzt Personalspesen, Spesen für die Immobilien, Verwaltungs- und Führungsspesen sowie weitere laufende Ausgaben an. Das Kindergeld für die daheim erziehenden Eltern berücksichtigt all diese Kostenpunkte nicht, sodass Kitas im Verhältnis übersubventioniert sind. Die öffentliche Hand darf den Eltern nicht die Entscheidung über ihre Kinder vorwegnehmen, sondern muss für die Wahlfreiheit sorgen und die Kinderbetreuung zu Hause sollte, wenn möglich, mit keinen Nachteilen verbunden sein. Der Mangel an Arbeitskräften, der sich Jahr für Jahr zuspitzt, ist auch ein hausgemachtes Problem. Die Babyboomer-Generation der 60er Jahre kommt ins Pensionsalter und die Politik hat es verabsäumt, auf diese Situation rechtzeitig bzw. frühzeitig zu reagieren. Entscheidet sich ein Elternteil, die Kinder ohne die Einbindung von Kitas und dergleichen zu erziehen, na, jetzt habe ich die Zeile abgefeuert. Ein erneuter Babyboom, der nun dringend notwendig wäre, kann unter diesen Voraussetzungen ausgeschlossen werden. Und auch hier möchte ich auf einen Artikel aus der Wirtschaftszeitung verweisen, der
über diese Situation spricht in der aktuellen Ausgabe, jährlich 2500 fehlende Arbeitskräfte. Ein interessanter Artikel, der eben von der Generation, von der 60er-Generation ausgeht und auch mit Zahlen und Prognosen genau feststellt und darlegt, wie sich die Situation in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und das ist nicht unbedingt berauschend. Ich habe vorhin schon ganz kurz die Einwanderung angesprochen. Sie kennen unsere Forderungen. Für uns Freiheitlichen wäre es wichtig, dass wir die Entscheidungsfreiheit diesbezüglich haben für Südtirol in der Einwanderungsfrage selbst, dass wir selbst darüber bestimmen können, wer in unser Land kommen darf und auch bleiben darf. Die illegale Massenmigration belastet unsere Sozialsysteme, unsere Sicherungssysteme. Und anstatt weiterhin der unkontrollierten Zuwanderung in unser Sozialsystem zuzusehen, braucht unser Land eine bedarfsorientierte und auch eine qualifizierte Migration in den Arbeitsmarkt. Dazu braucht natürlich Südtirol die primäre Kompetenz. Und auch hier vermisse ich, dass man diesbezüglich nie ernsthaft versucht hat, mit der römischen Regierung zu verhandeln. Denn ich glaube, Südtirol, noch ist Südtirol keine hundsnormale italienische Provinz, sondern wir können uns in vielen Bereichen schon damit rechtfertigen, dass wir eben anders sind, dass wir ein Land mit drei Volksgruppen sind, dass bei uns die Sensibilität eine andere ist. Und wir können inzwischen auch sagen, dass erfahrungsgemäß, dass natürlich ein ganz großer Teil sich in die italienische Sprache eingliedert, wird ein Problem werden, auch was Proporz und so weiter anbelangt. Und ich denke, ich vermisse hier schon die Ernsthaftigkeit, dass man es zumindest nie versucht hat. Die primäre Kompetenz muss entschieden und mit Nachdruck eingefordert werden und dazu waren die Südtiroler Vertreter bisher nicht willens oder imstande. Ich möchte sehr wohl betonen, und das weiß hier jeder, dass wir uns sehr wohl hinter die fleißigen Ausländer, wenn man es noch so bezeichnen will, stellen, die arbeiten, die sich angepasst haben, die sich ohne riesige Menschenapparat, der dahinter nachläuft, auch bei uns integriert haben. Glücklicherweise gibt es diese Menschen. Das sind dann jene, die auch zu uns in die Sprechstunde kommen. Aber genauso sage ich ganz offen, dass wir all jene ablehnen, wirklich ablehnen, die es nicht verstanden haben, dass ihnen hier eine andere Situation angeboten werden kann unter bestimmten Voraussetzungen, dass wir jene ablehnen, die straffällig werden, die sich als integrationsresistent erweisen, die sich unmöglich benehmen, die auch Gewalt an den Tag legen. Und hier sage ich auch, dass Südtirol mit Sicherheit nicht eine Politik der offenen Türen braucht, sondern eine geregelte und gesteuerte Einwanderungspolitik, die es schafft, tatsächlich Fachkräfte zu rekrutieren und jene, die nur in das Sozialsystem einwandern wollen, draußen hält. Wohin der bisherige Weg geführt hat, sieht man vor allem auf den Straßen in Südtirol. Thema Energie. Tatsache ist, dass aufgrund der Energiewende insbesondere die Nachfrage nach elektrischer Energie weiterhin stark steigen wird. Daher braucht es zusätzliche Anstrengungen und Alternativen. Nicht nur die Nachfrage der Haushalte wird natürlich durch die zunehmende Nutzung von elektrischen Geräten steigen, sondern es wird auch die Nachfrage massiv von Seiten der Betriebe und der Wirtschaft kommen. Oberstes Prinzip muss sein, den Strompreis niederzuhalten
und nicht aufgrund von möglichen künftigen Versorgungs- und Produktionsengpässen immer weiter in die Höhe steigen zu lassen. Südtirol ist glücklicherweise ein reiches Land an erneuerbaren Energien. Trotzdem sind wir an das europäische Verbundsystem gebunden und den damit verbundenen Entwicklungen auf internationaler und staatlicher Ebene ausgesetzt. Und vor allem durch die massiven Preissteigerungen, über die Sie sehr wohl auch sprechen, der vergangenen Monate bei Strom und Gas, ist natürlich die Energiefrage nicht nur hier im Landtag, sondern gerade bei den Menschen draußen in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt und muss natürlich auch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Den Krieg in der Ukraine als Hauptgrund für die Probleme herzunehmen, die Südtirol hat, scheint mir mehr billig als recht. Denn Südtirol könnte beim Strom eigentlich vollkommen unabhängig sein, zumindest was das Ausmaß der Stromproduktion betrifft. Aus der sogenannten Heimholung der Wasserkraft bzw. des Stroms ist wenig bis nichts geworden. An die Stelle des einstigen Enel-Monopols wurde zuerst ein Cell-Monopol, dann Alberia mit all den nachfolgenden Problemen und Skandalen. Anstatt, wie bereits seinerzeit auch von den Freiheitlichen gefordert, den Strom genossenschaftlich zu organisieren, wollte sich das Land nicht reinreden lassen, Kollege de los Barba wird sich erinnern, und beanspruchte die unumstrittene Hoheit über die Materie. Zusätzlich wurde eine kapillare Erdgasverteilung angestrebt, anstatt auf erneuerbare Energien zu setzen. Wie sehr das Land damals die Gemeinden unter Druck gesetzt hat, kann man daran festmachen, dass jene Gemeinden, die von der zuständigen Landesgesellschaft, damals Selgas, mit Erdgas versorgt wurden, keine Förderung für Hackschnitzelwerke mehr bekamen. Zentralismus pur und nicht gerade nachhaltig oder weitsichtig. Bei aller Schuld der Vorgängerregierungen, auch unsere derzeitige Landesregierung hat bis dato, ich sage nicht nichts, zu wenig gemacht. Um die Energiepreise für Südtirolerinnen und Südtiroler vom Wahnsinn der Weltmärkte und der börsennotierten Konzerne zu entkoppeln. Die letzten Bemühungen, besonders Familien mit Kindern, einen reduzierten Preis anzubieten, seien auch ausdrücklich positiv erwähnt. Sie reichen jedoch nicht aus und die Maßnahme wurde erst verkündet, als vielen Südtirolern das Wasser bereits buchstäblich bis zum Hals reichte. Es ist der Landesregierung und den Alberia-Verantwortlichen auch nicht wirklich gelungen, der Bevölkerung zu erklären, und mir tut es leid, dass er jetzt wieder geht, aber vielleicht ist es egal, warum in Südtirol die Strompreise so hoch sind, wo das Land doch mehr als das doppelte Strom produziert, als es selbst verbraucht. Ebenso ist es der Landesregierung nicht gelungen, jene zu widerlegen, die mehr Möglichkeiten für einen günstigeren Strom sehen, auf dem Weg einer genossenschaftlichen Regelung eben. Das Land nimmt nachweislich nicht alle Zuständigkeiten wahr und es ist unverantwortlich, eine Regulierungsbehörde abzulehnen. Es ist zudem ein Grundsatz im Völkerrecht, dass ein Land über seine Ressourcen verfügen darf. Grundsatzentscheidungen bleiben seit Jahrzehnten aus. Und das ist nicht nur meine Ansicht, sondern wieder Verweis auf die Wirtschaftszeitung. Sie haben es sicher gelesen. Dort steht nicht, dass alles, was bisher von Seiten der Landesregierung gemacht wurde, falsch war, aber es wird nicht reichen. In Ihrem Bericht wird dieses Thema in wenigen Sätzen abgehandelt. Auf die Frage, wie wir die drohende Energiearmut überwinden und die Versorgungssicherheit garantieren können, geben Sie zwei Antworten, theoretische Antworten im Bericht. Zum einen den Ausbau der Energieeffizienz sowie den Ausbau des Anteils an erneuerbaren und im Land produzierter Energie. Beginnen wollen Sie im nächsten Jahr, und zwar mit einer Neuausrichtung der Beiträge.
Und gerade als in diesem Jahr durch meinen Kollegen Andreas Leiter-Reber die Photovoltaikgeschichte ins Rollen gekommen ist, dann war der Großteil der Rückmeldungen, zumindest die ich bekommen habe, von vielen: Wir wollten keine Beiträge. Wir wollten starten. Wir wollten klare Richtlinien. Wir wollen unbürokratische Maßnahmen und dass wir loslegen können. Aber das damals, ich glaube, da sind jetzt 2-3 Monate schon vergangen, hat es geheißen, jetzt, und aus dem Bericht entnehmen wir, dass es halt nächstes Jahr werden wird. Ist das schon gestartet? Aber es läuft nicht so, Frau Landesrätin, wie Sie es uns hier verkauft haben. Ein paar Sätze zum leistbaren Wohnen. Wenn der Landeshauptmann von Wohnbaumaßnahmen und von der Stärkung der Eigentumsquote spricht, dann sagen Sie gewisse Dinge aber nicht dazu. Die Immobilienpreise sowie die Baupreise sind in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Ein ähnliches Wachstum der Gehälter und des Wohlstandes gibt es aber nicht. Und die Maßnahmen, die wir in diesem Bereich verabschiedet haben, werden auch nicht das Problem lösen bzw. langfristig gesehen das erbringen, was sich die Menschen eigentlich erhoffen. Und weil jemand die weltweiten Schulden und Krisen finanzieren muss, erdrückt die Zinssteigerung der Europäischen Zentralbank die Darlehensnehmer. Fakt ist, wenn jemand in Südtirol tatsächlich bauen kann, dann nicht deshalb, weil sich die Landesregierung so selbstlos für angemessene Gehälter eingesetzt hat, sondern schlichtweg, weil es eine Erbschaft von zu Hause gibt. Weiters wird von Forschung und Entwicklung gesprochen. Forschung und Entwicklung und Innovation bedürfen eines offenen Klimas. Beispiel, nehmen wir es her, Silicon Valley. Es muss um die besten Ideen und Köpfe gehen. Schaut man sich aber in diesem Land um, dann herrscht in zahlreichen Bereichen die völlige Eintönigkeit. Der Postenschacher dominiert. Wichtige Posten gibt es nur mit dem richtigen Parteikartel. Menschen werden mit Vorteilen an die Partei gebunden. Es werden Unsummen an Steuergeldern für sinnlose Projekte verschleudert, damit irgendwer einen Posten hat. Und die effektive Innovationsfähigkeit ist auf einem skandalös tiefen Wert angelangt. Von dem viel zitierten Freiraum von Steuerentlastungen für innovative Betriebe herrscht eigentlich keine Spur. Wenn man mehr als 3/4 des Landeshaushaltes laufende Ausgaben bzw. Fixkosten sind, dann sagt das einiges über die Gestaltungsspielräume aus. Und es wurde heute, ich glaube, es war der Kollege Köldensberger, der das Thema auch angesprochen hat, Jugend, die wir verlieren an das Ausland. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre auch dieses Denken immer wieder von jungen Leuten, die sagen, in Südtirol hat man das Gefühl, entweder du bist bei der richtigen Partei und ansonsten, auch wenn du die Qualifikation hast, ist es halt schwierig. Kirchturmdenken, nach wie vor. Das hat sich auch mit Ihnen nicht wirklich geändert, das muss ich auch sagen. Lassen Sie mich abschließend noch ein paar Dinge zur allgemeinen politischen Situation sagen. Ich bin jetzt 19 Jahre im Landtag und glauben Sie mir, Streit hat es innerhalb der SVP immer und zu jeder Zeit gegeben. Egal, ob in der Fraktion, in der Landesregierung oder in der Partei. Aber glauben Sie mir auch, dass es mir wirklich schwerfällt, teilweise zuzusehen, wie mit der Krise umgegangen wird. Das hat es früher einfach nicht gegeben. Das muss ich ganz offen sagen. Mir könnte es im Endeffekt egal sein, aber das ist es mir nicht, weil mir das Land auch nicht egal ist. Trotz aller Schwierigkeiten, die es immer gegeben hat, wurde schon für
Land und Leute gearbeitet. Und ich höre oft von den Menschen draußen, dass ihr derzeit nicht imstande seid, diesen Eindruck zu vermitteln. Und das ist schlimm, das ist bedauerlich, weil das schadet der Politik insgesamt, das schadet wirklich allen. Es hat den Anschein, als würde es wirklich nur mehr um persönliche Dinge gehen, während viele Menschen in unserem Land nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Und das, Herr Landeshauptmann, ist nicht eine Floskel. Ich glaube nicht, dass Sie von der Realität so weit weg sind. Ich glaube schon, dass Sie wissen, was bei vielen Menschen draußen im Alltag los ist, die sich die Frage stellen, wie sie die Rechnungen begleichen können, wie sie ihre Einkäufe für den täglichen Bedarf bestreiten können. Wir alle haben die Schlagzeilen gelesen, dass inzwischen Omis immer häufiger Lebensmittel und Sonstiges stehlen. Da höre ich keinen Aufschrei. Das nehmen wir achselzuckend zur Kenntnis. Und da seid ihr es, besonders in der Landesregierung, die nichts anderes zu tun haben, zumindest so tun, als euch tagtäglich mit euren persönlichen Befindlichkeiten in der Öffentlichkeit zur Schau zu stellen und als Opfer eigener Parteikollegen darzustellen. Und wenn es nicht so ist, dann habt ihr die Möglichkeit, auf den Tisch zu hauen und vielleicht auch eine mediale Kursänderung zu machen. Aber die Menschen schütteln wirklich nur mehr den Kopf. Und ich glaube, es wurde, um nicht alles noch einmal zu wiederholen, was Kollegin Fopper gesagt hat, das, was derzeit passiert, ist verheerend. Die Menschen, die ohnehin gebeutelt waren in den letzten Jahren, und man sagt oft so salopp, viele hat es vertragen. Das ist nicht ein Begriff, um diese Menschen zu diskreditieren, sondern man sollte da ein bisschen genauer hinschauen, warum ist das so passiert. Die haben sich sowieso schon abgewandt, aber es folgen andere, die sich einfach tagtäglich distanzieren. Und ich glaube, dass das niemandem hier egal sein kann oder egal sein darf. Und dieser Haushalt ist in meinen Augen auch Ausdruck genau dieses Zustandes, den wir derzeit erleben, der von euch irgendwo in Eigenregie heraufbeschwört wurde. Anders kann man sich das Fehlen klarer politischer Akzente nicht erklären. Und zudem versinnbildlicht für mich der Haushalt auch in den Zahlen, wer mit wem in der Landesregierung kann und nicht. Und das sollte in meinen Augen absolut nicht der Fall sein, denn damit, und Sie können dann gerne in der Replik sagen, mich täuscht das und das ist nicht so, aber es wird halt nicht nur Zufall sein. Ich nenne jetzt keine Namen, aber Sie strafen nicht in dem Moment die Landesrätin oder den Landesrat, der Ihnen vielleicht nicht so gut zu Gesicht steht, sondern die Menschen dahinter. Und die, glaube ich, können tragen wenig Schuld. Ich glaube grundsätzlich, dass das strukturelle Problem in Südtirol nach wie vor verkannt wird. Von euch, aber auch von Teilen der Medien. Sie sind damals zwar angetreten, das haben wir auch oft schon unterstrichen hier, der als Erneuerer präsentiert wurde. Sie selbst haben sich als Erneuerer präsentiert, wollten für einen neuen Politikstil eintreten. Das war Erneuerung überhaupt das Schlagwort nach Dornwalder schlechthin. Allerdings dann ist man sehr schnell auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Man hat gesehen, es wurden ein paar Gesichter ausgetauscht und das System Südtirol, wie wir es seit jeher kritisiert haben, ist eigentlich in seiner ganzen Form aufrecht geblieben. Filz, Postenschacher, Machtspiele, Allmachtsfantasien, Interessenskonflikte, das hat es bereits alles unter Ihrem Vorgänger schon gegeben. Aber die gibt es auch heute noch und ich unterstelle Ihnen sicher nicht, das wissen Sie, dass diese Geschichten auch Teil
ihres Alltags sind, aber ihres Umfeldes. Und so wie Durnwalder haben auch Sie mit potenten Freunden ein System der Verflechtungen geschaffen, das derzeit vor den Augen aller implodiert. Hier ist es nicht mehr mit medialen Versprechungen getan. Es geht um Machtbegrenzung, Kollege Knoll, Direktwahl, Transparenz und Kontrolle und um politischen Pluralismus in Südtirol, in Rom, in den Gemeinden, Verbänden, in Medien, aber auch in Ämtern. Das aktuelle Bild ist das Ergebnis der über 70 Jahre langen Alleinherrschaft einer einzigen Partei, die sich mit dem jeweils italienischen Partner arrangiert hat. Der Übergang von der Einparteienlandschaft zur demokratischen Politiklandschaft konnte noch immer nicht wirklich vollzogen werden, weder durch uns Freiheitlichen, die erstmals die absolute Mehrheit der SVP brechen konnten, aber auch nicht durch das DIMK. Ich erinnere mich nur allzu gut an die permanente Angst und Panikmache, mit welcher sich die SVP vor einer jeden Wahl bedient und mit welcher sie vor einem Verlust der absoluten Mehrheit gedroht hat. Südtirol werde unregierbar, es drohe politische Instabilität, es sei nicht mehr möglich, klare Entscheidungen herbeizuführen und so weiter. Ich frage mich, so wie wir euch in der Regierungsmehrheit kennen, seid ihr das derzeit alles imstande? Und ich denke, die Opposition erinnert sich noch allzu gut daran, als wir beim Sonderlandtag anlässlich nach dem Erscheinen des Buches Freunde im Edelweiß ganz bewusst und ganz klar genau diese Frage von euch beantwortet haben wollten. Könnt ihr euch vorstellen, so weiterzumachen und wirklich für Land und Leute zu arbeiten? Ihr habt gesagt, ja, aber seitdem, zumindest medial, wird ein ganz anderes Bild skizziert. Die großen, echten und einzigen Verlierer rund um alle Krisen in diesem Land, das waren und sind die Menschen, das Volk, das vergebens auf eine stabile und auch handlungsfähige Regierung gehofft hat, angesichts der vielen Probleme, die herrschen und die nicht wirklich besser werden. Die Bevölkerung erwartet sich zu Recht eine Regierung und einen Landtag, die sich den aktuellen Herausforderungen annimmt, die die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, den Menschen draußen ist es relativ egal, wer Ideen, Vorschläge einbringt. Hier sind wir alle gefragt. Und auch das wollte diese Landesregierung anders machen. Es hat einmal recht gute Zeiten gegeben, aber seit ihr mit euch beschäftigt seid, hat diese Zusammenarbeit leider Gottes auch Federn gelassen. Und man hat nicht wirklich noch das Gefühl, dass es hier um ein gemeinsames Weiterkommen, Vorankommen geht, sondern um euch. Unabhängig ob Regierungsparteien oder Opposition, einzig und allein Südtirol muss das Anliegen sein. Ein Stillstand und eine Krise, wie wir es jetzt seit Monaten kennen, hervorgerufen aufgrund von persönlichen Befindlichkeiten, haben sehr viel Vertrauen zerstört, denn nicht das Allgemeinwohl stand im Vordergrund, sondern einzig und allein der Machterhalt. Wir können uns an den Sonderlandtag, der dieses Jahr stattgefunden hat, gut erinnern. Und ich sage es noch einmal, wir hatten damals alles schon vorausgesehen. Wir hatten Recht mit unseren Befürchtungen. Und es ist eigentlich so eingetreten, wie wir es vermutet haben. Ich glaube, dass viel Luft nach oben besteht.
Ich habe oft das Gefühl, wenn ich euch hier beobachte, dass ihr schon ein bisschen den Draht zur Außenwelt verloren habt, dass euch nicht ganz bewusst ist, mit welchen Problemen sich die Menschen in Südtirol alltäglich beschäftigen. Und ich muss ganz offen sagen, ich bedauere das. Und man sieht, wenn man in einen solchen Strudel hineinkommt, dass es eben sehr schwer ist, das Ziel noch klar vor Augen zu haben. Den Kompass verloren, diesen Eindruck hat man schon länger. Und es wird auch jetzt bei diesen Erklärungen, die wir jetzt in den letzten Tagen vernommen haben aus Medien, dass man es jetzt verstanden hätte, jetzt reicht's, die Partei hat wieder das Zepter in der Hand. Also solche Themen hat es früher nicht gegeben. Ich darf schon erinnern, dass Landeshauptmann Durnwalder war auch nicht Parteiobmann. Aber solche Geschichten hat es nicht gegeben. Und man hat hier das Gefühl, ihr seid zwar, ich habe das heute auch Kollegin Amhof gesagt, man hat das Gefühl, ihr seid zwar untereinander imstande, sachlich zu reden, euch über Themen auszutauschen, aber sobald ihr den Raum verlässt, ist wieder Ellenbogenmentalität. Zumindest das Gefühl, vielleicht täuscht mich das Gefühl, aber man hat nicht den Eindruck, dass effektiv Frieden einkehrt, dass effektiv die ganze Energie, die ganze Kraft für dieses letzte Jahr in dieser Legislatur vorhanden ist. Es überwiegen ganz andere Geschichten auf ganz anderen Ebenen. Und das ist eigentlich, das zieht alle irgendwo mit hinunter. Denn das wird ein Jahr werden, glaube ich, nach vier einschneidenden Jahren, die wir eigentlich jetzt hinter uns haben, wird das Herausforderndste werden. Das prognostiziere ich. Ich hoffe, dass ich mich täusche. Aber ich glaube, dass sich die Menschen in diesem Lande, die nach wie vor bereit sind, tagtäglich die Ärmel hochzukrempeln und aus ihrer jeweiligen Situation doch das Beste draus zu machen, etwas anderes verdient haben als das, was derzeit geboten wird.